In New York City haben Richard Gere und seine Frau Alejandra Silva einen extrem lässigen Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt. Bei einer Filmpremiere posierte das Paar strahlend und legerschick für die Presse. Richard Gere, 72, und seine Frau Alejandra Silva, 39, haben bei der Premiere der National Geographic's Dokumentation We Feed People eine gewisse Entspannung auf den roten Teppich gebracht. Richard Gere und Alejandra Silva im Lässig-Look. Das Paar sah bemerkenswert lässig aus. Gere trug bei dem Auftritt in New York City eine graue Hose, ein graues Shirt, einen dunklen Mantel und einen Schal, der ihm ungebunden um den Hals hing. Seine 33 Jahre jüngere Freundin trug einen ebenso entspannten Look, bestehend aus einem langen, weiten schwarzen Kleid mit kurzen Ärmeln und V-Ausschnitt und Statementkette. Die Lässigkeit des Paares ging bis in die Haarspitzen. Der 72-Jährige hatte seine grauen Haare leger zurückgekämmt, Silva trug ihr blondes Haar offen und gewollt andern. Richard Gere und seine Alejandra sind seit 2018 verheiratet. Der Schauspieler und die spanische Publizistin sind seit 2018 verheiratet und haben gemeinsam zwei kleine Jungs, der erste Sohn kam im Februar 2019 auf die Welt, der zweite im Jahr 2020. Gere hat zudem einen älteren Sohn, Romer, 22, aus seiner Ehe mit Carrie Lowell, 61. Auch Alejandra hat einen Sohn aus ihrer ersten Ehe, Albert, 9.